So, nochmal kurz auf das andere Video zurückzukommen. Ich habe leider den wichtigsten Teil überhaupt vergessen. Ich habe ja diese Schweißnähte gezeigt, wie die aussehen können und so weiter. Und jetzt entstand in dem Video der Eindruck, dass ich jetzt hier irgendwie anfange zu schweißen und komme damit nicht klar. Nee, leider fehlt genau der wichtigste Teil. Also ich habe das Schweißen auch gelernt, sowohl MAC als auch Elektrode und damals auch noch Autogenschweißen. Das wird, glaube ich, heute gar nicht mehr gelehrt. Das kann man so ein bisschen mit WIG vergleichen. Wie gesagt, ich habe das alles gelernt und mir ist das auch alles nichts Neues, dass man Masse richtig setzen muss und dass Kontaktprobleme sind, trockene Elektroden. Das ist mir alles nichts Neues. Und genau das mit dem Lichtbogen, dass der stabil sein muss und so weiter, das habe ich auch alles erklärt, nur ich habe es leider nicht mit hochgeladen. So, an diesem Probestück habe ich das erklärt. Das hole ich aber definitiv nochmal nach, weil das ist genau das Thema. Ein stabiler Lichtbogen ist halt wichtig. Und das ist ja nicht nur beim E-Handschweißen ein Lichtbogen vorhanden, sondern bei allen anderen gängigen Schweißverfahren auch. Und da mache ich dann nochmal ein extra Video zu, wo es da genau darum geht und was dann auch die Problematik erklärt, warum ich mit diesem billigen Gerät wahrscheinlich meine Probleme habe, weil einfach der Lichtbogen immer abbricht. Also, das Hintergrundwissen ist da. Vielen Dank trotzdem natürlich für die teilweise sehr ausführlichen Tipps. Für einen Anfänger ist das auf jeden Fall wichtig. Ich bin kein Anfänger. Ich habe nur nach 25 Jahren nach der Lehre nicht mehr viel geschweißt und deswegen immer noch keine vernünftige Ausrüstung. Also dieses kleine E-Handding ist alles, was ich im Moment noch habe. Und da kommt aber definitiv mal mehr. Und wie gesagt, nochmal eine ordentliche, detaillierte Ausführung zum Thema Lichtbogen und so weiter. Schieße ich nochmal nach. Ja, der Vollständigkeit halber zum letzten Video zeige ich jetzt auch noch die Verankerung der umgebauten Tischbohrmaschine zur Sollenbohrmaschine. Wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, hat gesehen, dass das nicht fachlich korrekt ausgeführt ist. Ich habe ja hier diese Stahlplatten verwendet, die diese großen Bohrungen haben und damit habe ich die Befestigung gemacht. Und jetzt will ich mal kurz erklären, warum das falsch ist. Man hat ja gesehen, dass ich diese Schrauben und diese Dübel verwendet habe und wenn wir uns das jetzt mal mit der Stahlplatte im Querschnitt angucken, sieht das so aus. Das ist die Stahlplatte im Querschnitt. Und das ist dieses große Loch, diese große Bohrung. So, und jetzt ist hier die Bohrung im Boden, im Estrich. Hier ist die Schraube. Und hier um die Schraube sitzt der Dübel. So, was passiert jetzt, wenn ich hier oben meine Platte drauflege und ziehe diese Schraube fest? Der Dübel hier, der hat überhaupt keinen Gegenhalt. Das heißt, wenn ich das hier oben festziehe, diese Schraube, zieht der Dübel sich nach oben. Deswegen ist das fachlich nicht korrekt. Normalerweise müsste die Kante bis hierhin gehen und müsste unten noch gegen den Dübel drücken. Das heißt, da ist jetzt eigentlich nur Luft und der Dübel kann sich nach oben ziehen. Also das ist jetzt eigentlich die verkehrte Lösung, aber für den Fall kann man den Kompromiss eingehen, weil es hält. Wenn ich das jetzt hier so minimal festziehe, dass der Dübel hier unten leicht auf Druck ist und dann reicht das insgesamt mit den vier Schrauben aus. Das Ding ist jetzt bombenfest, zeige ich gleich nochmal. Aber grundsätzlich, fachlich ist das nicht korrekt. So, das wollte ich einfach nur noch mal erwähnt haben. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie man das eigentlich macht oder wie man es machen könnte bei Beton zum Beispiel. Dann gibt es diese sogenannten Bolzenanker. Das ist jetzt hier einfach mal nur eine Gewindestange und hier unten sitzt so eine kleine Hülse drauf. Und hier ist so ein kleiner Kegel. Und wenn ich jetzt, ich mache mal hier schematisch so ein Gewinde hin und hier oben würde dann eine Mutter sitzen. So, eine Sechskantmutter einfach nur. Und wenn ich jetzt hier oben diese Mutter anziehe, zieht sich natürlich die Gewindestange nach oben und spreizt mit über diesen Keil hier unten diesen Bolzen auf. Da sind also so kleine Kerben drin. Der würde sich also aufspreizen und würde dann in der Bohrung quasi ja, diese Dübelwirkung erzielen. Der spreizt sich hier unten komplett auf, drückt dann an die Seitenwände und damit wäre das fest. Ja, das ist ein sogenannter Bolzenanker. Warum habe ich den nicht verwendet? Kann ich kurz erklären.
So, man sieht jetzt hier den Werkstattboden. Alles auf dieser Seite ist noch Holz. Das ist also der originale Holzaufbauboden, wie der früher war. Den werde ich irgendwann auch einfach mal nur abschleifen, weil der an sich schön ist bzw. schön sein kann. Hier steht auch die Formatkreissäge drauf. Das ist von der Stabilität her gerade noch so ausreichend. Und man sieht jetzt hier auf der Seite ist Estrich. Das ist aber keine vernünftige Estrichschicht, sondern eine richtige Estrichschicht hat halt mindestens 8 cm und die hier ist irgendwie 2-3 cm höchstens. Und wenn ich jetzt da diesen Bolzenanker genommen hätte, ich hätte also jetzt hier gebohrt und hätte den Bolzenanker da reingesetzt und ich wäre wahrscheinlich dann irgendwo mit der Hülse, die sich aufspreizt, in dem Unterboden gelandet, der ja auch aus Holz ist. Da gehe ich jetzt mal von aus. Ich weiß nicht genau, was hier drunter ist, aber ich gehe davon aus, dass der Holzboden hier weitergeht und dass der Estrich nur aufgetragen wurde. Und ich wäre also mit meiner Spannhülse irgendwo im Holz gelandet und die spreizt sich dann im Holz auf und dann kann ich das einfach so wieder rausziehen. Da ist einfach überhaupt kein Halt drin, wie das halt bei Beton wäre. Das ist der Grund, warum ich die klassischen Dübel genommen habe und eben diese großen Schrauben. Und natürlich sind diese Dübel auch jetzt nicht für Holz gedacht, das ist ja ganz klar. Aber wenn ich den Dübel eintreibe, habe hier oben irgendwie 3-4 cm Estrich und darunter noch mal ein bisschen Holz und treibe dann hier die Schraube ein, dann hält das. Das ist also auf jeden Fall sinnvoller, als die Bolzenanker zu nehmen. Aber grundsätzlich sind die natürlich nicht für Holz geeignet, wollte ich nur erwähnt haben. Aber das ist jetzt bombenfest. Also man sieht, wenn ich jetzt hier bewege, da ist also hier unten absolut gar keine Bewegung mehr drin. Und wenn ich hier oben, das ist natürlich jetzt auch ein langer Hebel, hier kann ich natürlich noch minimal bewegen. Das kommt allein schon durch das Rohr, weil das nur mit 2 mm Wandstärke recht instabil ist. Aber dafür, dass das mal eine kleine Tischbohrmaschine war, bin ich da jetzt mit zufrieden und habe jetzt halt, wie gesagt, hier unten schön Platz, wo die Späne hinfallen können, kann das alles wegfegen und das Teil steht endlich wirklich stabil. Die Maschine wird natürlich nicht besser. Nach wie vor brauche ich eine vernünftige Säulenbohrmaschine, aber so ist das jetzt schon mal ein Fortschritt. So, und was man auch gesehen hat, dass ich den gesamten Ständer hier auf einer Seite mit dünnem Sperrholz unterlegt habe, einfach um den in Waage zu bringen. Der steht also jetzt tatsächlich in Waage. Das sieht jetzt durch die Objektivverzerrung nicht so aus. Sieht jetzt aus wie eine krumme Banane, aber er ist wirklich im Wasser. Und für so eine kleine Werkstatt hier reicht das mit Holz unterlegen. Es ist natürlich jetzt nicht die Art nach Lehrbuch einen Maschinensockel zu verankern. Das ist ja klar. Aber ich meine, das Ding ist wirklich bombenfest und da müssen wir mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben und wollen das jetzt nicht zu sehr übertreiben. Also es funktioniert und da sieht man, man kann auch zu so einer Banalität wie einfach nur einen Sockel am Boden verschrauben ein YouTube-Video machen. Das habe ich jetzt einfach hiermit mal gemacht. Vielleicht ist ja trotzdem dem einen oder anderen was Sinnvolles hängen geblieben, besonders mit der Bohrung, dass man halt einfach darauf achtet, dass ein Dübel unten auch Gegenlager hat, nicht dass der sich einfach irgendwo in einen Hohlraum reinziehen kann. Das habe ich in dem Fall nicht gemacht, natürlich selbstverständlich nur, um euch das zu zeigen. Und ich werde das bestimmt nochmal richtig machen. Gut, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ja, mit allen anderen Projekten geht es demnächst weiter. Das hier war nur ein kleiner Zwischeneinwurf. Bis dahin und ciao.